Hallo und wir freuen uns sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind jetzt nach über 5 Wochen Peru in ein neues Land gereist und sind schon ganz aufgeregt, denn wir sind jetzt in Bolivien, genau genommen in La Paz. Wir sind gestern von Lima hierher geflogen nach La Paz. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir über die Landgrenze, über den Titicacasee nach Bolivien einreisen. Aufgrund der aktuellen Lage ist es aber so, dass die Landgrenzen zu sind, weshalb wir ja zurück mussten von Arequipa nach Lima und von Lima dann mit dem Flugzeug hierher fliegen. Genau, und da sind wir nachts 2 Stunden hierher geflogen, waren dann gestern ganz schön kaputt, haben eigentlich nur ein bisschen ausgeruht und heute wollen wir La Paz erkunden. Es ist ja schon sehr, sehr vielversprechend, also am meisten freuen wir uns natürlich auf den Hexenmarkt und auf die riesengroße Seilbahn, auf das Seilbahnnetz hier in La Paz, wo man die ganze Stadt von oben erkunden kann. Wir haben jetzt unseren Stadtrundgang hier am zentralen Platz, dem Plaza de Murillo, gestartet. Hier findet man eine Kathedrale und den Hauptregierungssitz, den alten, und einen Betonklotz, was der neue Regierungssitz ist. Und man findet außerdem noch den Kongress hier. Wir haben uns jetzt erstmal kurz hier hingesetzt und das fuselige Treiben beobachtet. Hier gibt es jede Menge Tauben und Kinder mit Seifenblasen und ja, wir wurden gleich angesprochen von einem Schuhputzer. Der hat jetzt erstmal unsere Schuhe wieder weiß bekommen. Weiter sind wir gelaufen zum Nationaltheater und weiter zu einer Straße, wo es ganz viele Museen und Galerien gibt, die Calle Jaén. Und dann ging es weiter in Richtung Plaza de San Francisco. Da sind wir eine große Fußgängerbrücke überquert und hatten da eine richtig tolle Aussicht auf den Platz und überhaupt auf die gesamte Stadt. Am Plaza de San Francisco gab es einen kleinen Markt mit jeder Menge Gebäck und ja, natürlich die Hauptattraktion, die Kathedrale de San Francisco. Und jetzt laufen wir hier durch so eine schöne, hübsche, bunte Gasse, die Calle Linares, und werden uns jetzt auf den Weg zum Hexenmarkt machen. Da sind wir echt gespannt, was uns da erwartet. Ein weiteres Highlight in La Paz ist auf jeden Fall die Mi Teleférico, die Seilbahn, die hier von Österreichern gebaut wurde, vom Doppelmayr-Unternehmen. Und da kann man wirklich einmal komplett herumfahren quasi um La Paz
sind, glaube ich, 7 Linien, die einmal drumherum gehen. Und die wohl schönste ist die rote Linie, in der wir jetzt auch aktuell gerade sitzen. Wir sind mit der roten Linie gefahren und an der Station Cementerio ausgestiegen. Jetzt befinden wir uns hier auf dem Friedhof. Also man könnte meinen, das ist eine große Objektkunstinstallation, weil es überall Graffiti gibt und von Weitem eben künstlerisch aussieht. Aber uns wird irgendwie recht mulmig, wenn wir hier durchlaufen, weil hier überall Urnen ausgestellt sind. Also die Einheimischen, die können hier eine klassische Bestattung machen und hier auf diesem Friedhof dann die Urnen ausstellen und Blumen kaufen und diese kleinen Gräber immer wieder neu gestalten. Heute ist der zweite Tag in La Paz und wir machen einen kleinen Tagesausflug in die Umgebung. Und zwar sind wir jetzt ungefähr 30 Minuten direkt mit dem Taxi von der Unterkunft hierher gefahren zu diesem sehr besonderen Ort. Und zwar sind wir jetzt hier im Val de la Luna. Genau, das wird auch so genannt, weil angeblich Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond, hier die Landschaft mit dem Mond verglichen hat. Nachdem wir gerade im Val de la Luna waren, haben wir jetzt wieder ein Taxi genommen bzw. ein Uber und sind zum Val de las Animas gefahren. Das ist deutlich weniger touristisch bzw. weniger beliebt. Der Taxifahrer hat uns jetzt gefühlt irgendwo nirgendwo abgesetzt. Wir schauen, glaube ich, jetzt einfach mal, wo es jetzt lang geht. Auf jeden Fall den Berg hinauf, würde ich sagen. Wir hatten uns ja vorher schon im Internet erkundigt und gelesen, dass es hier keinerlei Beschilderung oder schlechte Wege gibt. Wir haben uns jetzt mit Maps.me ein bisschen orientiert und sind einen Weg hochgelaufen. Also der war wirklich
sehr, sehr steil. Jetzt sind wir aber leider in einer Sackgasse geendet, kommen nicht weiter. Aber es hat sich trotzdem total gelohnt, weil wir haben jetzt nochmal einen Blick auf die Stadt La Paz und auf diese skurrile, bizarre Landschaft hier. Das sollen übrigens versteinerte Seelen sein. Deshalb heißt die Gegend hier auch Val de las Animas. Für uns ist jetzt Tag 3 in La Paz und wir sind jetzt zum Mirador, zum Aussichtspunkt Kilikili gelaufen. Der liegt hier mitten in der Stadt in La Paz und bietet wirklich einen sagenhaften Ausblick 360 Grad über die gesamte Stadt.